das Gute ist Anspiel für Woltemade. Der Fahne bleibt uns in Kalk querlegen. Woltemade macht alleine Mädel. Mädel verhindert das 2:1. Glanztat von Mädel. Jetzt mal über Martinovic. Idee ist super. Er bekommt den zweiten Ball und der nächste. Der ist auch bei den Waldhöfern und der sitzt. Was hat der denn bitte für eine Woche? Und Pohlmann. Pohlmann gegen Knoß. Pohlmann mit dem Auge für Bruschinski. Pohlmann setzt sich da im 1:1 gegen den gerade eingewechselten Knoß durch und hat dann das Auge für den völlig alleingelassenen Bruschinski. Super durchgesetzt da auf der Außenbahn. Das wird ja eins dieser Möglichkeiten sein. Und da ist schon die Möglichkeit und der Treffer. Total frei, kommt er da mit Tempo ran, aus 16 Metern abgeschlossen. Und eben den Jungen. Achtung, Zwickau! Da ist er drin! So startet man auswärts, wenn man einen Negativlauf hat. Mike Königke. Lieber Götze. Der ist drin. Da hat er eigentlich gar keine andere Chance gehabt, Felix Götze. Sein zweites Saisontor. Jetzt Punkt. Geht da gut durch und fast das Tor. Was für eine Riesengelegenheit. Schön rausgespielt, aber auch stark gehalten von Daniel Batz. Jetzt vielleicht aber der VfL aus der Distanz. Der Ausgleich. Und was für ein Startelfdebüt. Jannis Wolf probiert's und zimmert den rein. Und hier wird's. Gut. Und es steht 1:2. Simon Handle. Dann der Chip in die Mitte von Koron Kiewicz. Und zu frei ist da Handle und er macht den. Doppelkampf, der passt rein. So flankt man sich aus der Krise. Tja, und wer weiß, bei dem weiß ich nicht, ob er es vielleicht doch im Hintertrübchen hatte. Jetzt zirkel ich dir den da hinten in die lange Ecke. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.